Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Eisenbahnsimulator hier auf diesem Kanal. Kleine Neuerung. Ich habe mich in der Zwischenzeit mal hingesetzt und bin das Problem mal angegangen mit dem ganzen Geruckel. Und was soll ich sagen? Die Signale sind schuld. Wie ich es vermutet habe, die Signale sind schuld und sorgen dafür, dass letzten Endes das Spiel irgendwann wegen der Wegfindung anfängt zu laggen. Wie habe ich es rausgefunden? Ganz einfach. Wie man sehen kann, ich habe das Schienennetz ein bisschen erweitert, beziehungsweise einmal komplett abgerissen, neu gebaut. Und voilà, es läuft ruckelfrei. So, jetzt hat jeder Zug hier quasi seine eigene Linie, auf die er fährt. Oder auf der er fährt. Und dann muss der Rest eben Stückchen für Stückchen so erweitert werden. Es nützt ja nichts. Auf jeden Fall ruckelt nichts mehr, es lackt nichts und der Spielstand ist nach wie vor derselbe. So, drei Manufakturen haben wir. Wir sollen 660 von 800 Arbeiter sollen wir erreichen in dieser Stadt. Oder in diesem Dorf noch. Es ist ja ein Dorf. Mal gucken, ob wir so eine Stadt hochkriegen. Da lassen wir uns mal ganz frech überraschen. Aber das heißt, wir fangen einfach mal an, hier nochmal ein bisschen nachzuschauen. So, Kartoffelfarm. Was braucht denn eine Kartoffelfarm? Ja, wir profitieren von Kartoschka-Lieferungen. Also da muss ich eigentlich nicht lange gucken, um zu sehen, welches Dorf davon profitiert. Kann ich denn hier noch einen zweiten Bahnhof mitzusetzen? Ich werde mal versuchen, mit ein paar mehr Bahnhöfen zu arbeiten. So, das scheint zu funktionieren. So, bis wohin ist denn der einsame Radius hier? Und wie kann ich diesen Interaktionsradius umgehen? Verteilerzentrum, Zugdepot. Oh, den kann ich hier nämlich nicht hinsetzen. Das nervt so ein bisschen. Beim Bahnhof darf ich hier noch hinsetzen. Das heißt, wir switchen einmal den Baumodus um und ziehen mal ein paar Straßen. Dass wir jetzt zumindest noch mal eine Reihe Häuser platzieren können. Nehmen uns dann wieder den Bahnhof. Gucken mal. Das scheint ja nach wie vor zu funktionieren, ne? Hier hinten ran setze Leute das Gebäude ja auch auf. Also, was für ein Interaktionsradius hat es? Wir experimentieren mal kurz ein bisschen rum. Und wir setzen mal einen Weg und ziehen den einfach mal bis hier oben. Und zwischendurch quakt er ja auch rum von wegen, ah, die können aber nicht zu den Zügen. Okay, also verbunden ist er hier permanent mit dem Gebäude. Und das Dorfzentrum scheint ja auch gleichzeitig eine Art Lager zu sein. Gut. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Mist gemacht. Löschen wir den Weg nochmal weg und ziehen ihn einmal vernünftig. Ziehen wir hier auch noch einen Weg durch. Dann können wir schon mal jeden zweiten einen Weg ziehen. So. Dann haben wir das schon mal. Jetzt setzen wir hier oben mal ein paar Wohnstätten hin. Klar, die haben jetzt kein Wasser. Aber der Plan dahinter ist ja auch ein anderer. So, Wassertürme können wir hier überall mit hinsetzen. Das ist ja nicht das Problem. So, Einwohner können ohne Bahnhof ihre Reichweite nicht zur Arbeit fahren. Ja, Reichweite der Straße wurde erhöht. Hier könnt ihr auch über Schienen mitreisen angeblich. Obwohl eher auf Schienen, ne?
So, dann hätten wir das schon mal. Interessant. Gut, das erste Mal, dass ich so eine Brücke gebaut habe. Aber was sagt unser Fischereihafen hier unten? Läuft der schon trocken oder? Ah, Verbrauch 50, Produktion 80. Das ist in Ordnung. Das kann man so lassen. So, wir bauen immer einen Bahnhof. Und zwar bauen wir den hier hin. Kommst du nach vorne ans Kohlelager ran? Ja, kommst du. Sehr gut. Okay. Ich reiß dich nochmal kurz weg. Ja. Weil ich hab noch was anderes vor. Ich will hier vorne ein Stückchen Luft zwischen lassen. Damit wir zur Not noch eine Brücke rüberziehen können, falls wir das Ganze hier erweitern. Dann würde ich sagen, machen wir wieder das klassische Spielchen. Kohledepot dazu. Und dann lassen wir das hier mal ein bisschen langlaufen. Machen hier auch gleich eine zweite Schiene wieder hin. Damit wir den ganzen Spaß nämlich gleich fertig haben und nachher nicht wieder anfangen müssen, so uns zu überlegen, was wir wollten. Oh. Oh, wieder Brückchen. Hoch. Gut, und dann würde ich sagen, wo können wir denn Kartoffeln anbauen? Wir benötigen Kartoffelfelder und sie müssen an Dörfer angebunden sein. Aha. Kicke mal, die kann ich im Freiland bauen. Bauen wir eben. Bauen wir es hin. Hier hinten, wa? Das Leben ist eine Kartoffel. Ja, alles klar. Sonst keine weiteren Sorgen hast. Setzen wir hier nochmal ein Verteilerzentrum in die Nähe. Nur für den Fall, ja? Nur für den Fall. Gut, und dann bauen wir hier noch einen Bahnhof neben. So, das muss reichen. Wieder fällt ein Zug hoch und runter. So, das klemmen wir hier oben mit an. Der darf dann hier hinten umdrehen. Der Umkehrradius, den mache ich übrigens ein bisschen größer, weil ich festgestellt habe, dass ich dumm war gerade beim Bauen. Ups. An dem besten Mal passieren. So. So war das Ganze normal. Wo machen wir hier, ne? So, hier sieht das auch gut aus. Gemacht. So, genau, hier hinten kann der Kartoffelzug dann umdrehen. Dann soll er bis hier vorne fahren. Dann wollen wir so ein Stückchen weiter rausfahren. Und, hepp, kann den hier wieder umdrehen. Und schon können wir uns eine Kartoffelmotive bauen. Apropos Kartoffelmotive. Wie kriege ich denn den Spaß da jetzt rüber? So. Ich hoffe, der crasht jetzt nirgendwo. Zug zur Warteschlange hinzufügen. Kartoffelfelder bauen. Ah, Kartoschka-Felder. So, bitteschön, das sind deine Kartoffelfelder.
Kriege ich jetzt bitte meinen Waggon? Danke. So. Ich hätte gerne einen Kartoffelzug. Das war schon wieder doof. So. Name der Voreinstellung ist... eine Kartoffelmotive. Krieg noch so ein Kohlegeschoss mit rein. Und dann hier noch ein paar Kastenwegelchen mit hinter. Oh, 250 Fracht reicht. Bauen. Route. Oh. Die muss ich die auch noch machen. Steuerung und R. Da hätten wir dann gerne noch eine neue Route. Wähle ein Ziel. Egihausen 1. Und Kartoffelfarm 1. So. Route 2 heißt Kartoffel. Das passt dann auch. Ah, besitze 5 Züge. Wenn es Zeit zum Ein- und Ausladen von Gütern ist, vergiss nicht, die Einlad- und Ausladeaktion an den vorgesehenen Zielen auszuwählen. Ansonsten bleibt die Fracht im hinteren Teil des Waggons liegen. Ah. Also klar. So, du sollst aber nicht bei Egihausen einzeln, sondern du sollst zur Kartoffelfarm fahren. Ah, siehst du, guck mal. Du sollst hier ausladen, du sollst hier einladen. Und dann sollst du hier 20 Sekunden machen. Und hier 20 Sekunden machen. Und schon bin ich glücklich. So, bloß wie kriege ich dich hier jetzt raus? Du musst hier gerade komplett durch, ne? Genau. Das heißt, jetzt geht das Ganze mit diesen ganzen Signalen hier wieder los, oder was? Ding. Ding. Den dahin, den dahin und den dahin. Theoretisch müsstest du doch jetzt vorne durchfahren können, oder nicht? Mal los? Ja, fahr. So, fahr doch. Wo brennt's denn? Ist doch alles grün. Warum wird's denn nicht? Hallo? Ah, ist rot. Aha, da war der Fehler. Ja, perfekt. Und weiter geht's. Und schwuppdiwuppdi kommen die ersten Kartoschken an. Kommen sie nicht, weil ich zu dumm war, das Gleis zum Umdrehen richtig zu bauen. Autsch. Naja, man nennt ja nicht aus, ne? So, Abfahrt. Ah, also, also, STRG und T. Yep, ich hab was dazugelernt.
entfernen. Der kann weg. Und unser Kartoffelmotive braucht auf jeden Fall noch ein paar Mitarbeiter, die wir damit zusetzen. Und dann sagen wir auch gleich Steuerung und R für Route. Verstrichene Zeit 20 Sekunden und... Du tust mir bitte noch den Gefallen. Ziehst einen Arbeiterwechsel vor. Nochmal so 20 Sekunden. Das sollte reichen. Danach sollte er zur Kartoffelfarm fahren. Kartoffelfarm fahren. Bauen. Route. Kartoffel. Einsetzen. Pause. Weil der soll nicht zuerst nach Egehausen, sondern der soll zuerst zur Kartoffel fahren. Und er fährt direkt durch. Oh, Herzinfarkt-Moment. So, wo brennt's? Zug fährt ein. Und wenn hier nochmal ein Signal mit hinsetzen. Vielleicht habe ich hier auch alle falsch gesetzt. Vielleicht muss ich die hinter die Schienen setzen und nicht davor. Weil hier sagt er, es rot. Ja, wenn ich ihn hier hinsetze, ist das Signal grün und das rot, weil die Schiene hier belegt ist, oder was? Aber so langsam kommt's. So langsam kommt's. Nimmst du mir auch Passagiere mit, Töf-Töf? Ja, nimmst du. So, nun habe ich dir aber nicht gesagt, du sollst hier welche ausladen, ne? Also, nochmal ran an die Kartoffelfarm. Ziel hinzufügen. Ebenfalls Kartoffelfarm. Und Arbeiterwechsel. Haltebedingung ist verstrichene Zeit 20 Sekunden. 20 Sekunden. Feuer. Schwupp, arbeitende Leute. Und es werden Kartoffeln hergestellt. Ah, herrlich. Herr Kiekse, da kann ich auch gleich ein Lager hinbauen, wa? Na, wie viele von den Dingern kann ich jetzt lagern? Auch 500 Stück. Erreiche eine Einwohnerzahl von 1000. Ja, ich würde sagen, wir haben das erste Mal 1000 Einwohner erreicht, Freunde. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben wieder neue Sachen freigeschaltet, oder? Oh, Steinbruch. Jetzt gehen die mir so langsam auf den Sender mit ihrem Fisch, ne? Wie mache ich denn ditte? Anforderungssignal. Ach so. Steinbrücke haben wir auch schon freigeschaltet. Ach so. Haben wir eventuell eine neue Lok? Da kriegen wir Tannen und so Quatsch. Gotteshaus, ein Anforderungssignal, Steinbrücke. Naja. Nee, wir haben nach wie vor immer noch dieselbe langweilige Dampflok. Macht aber nichts, immerhin funktioniert es jetzt. Jetzt überlege ich gerade nur, wie kriege ich hier noch mehr Fisch raus? Und das greift hier aufs selbe Lager zu, ne? Erweitert das nicht irgendwie die Reichweite so ein bisschen? Nee, gar nicht, ne? Ist eher einfach nur da, um irgendwas einzulagern. Ach, Mist.
eine Produktion von 80 Hammer. Er sagt eine durchgehende Produktion von 50. Jetzt muss ich mir natürlich was überlegen, wie ich hier Fisch. Kapazität plus 50.000. Wie ich hier Fisch produziere kriege. Das heißt wahrscheinlich, ups, ich scroll mal ein bisschen weiter rein, wir werden unser zweites Dorf eröffnen müssen. Dorfgemeinschaftshaus. Oh, dann müssen wir das Volo da über hier hinten hinsetzen, wa? Nicht zu dicht am Wasser, aber auch nicht zu weit weg, dass es noch überall im Bereich drin ist. Wie darf ich nicht? Ach, es fehlt uns Stein. Es fehlt uns Stein. Das heißt, wir müssen Steinbruch bauen. Na, siehst du. Dann bin ich noch ganz flexibel. Plan B. Hier kann ich ein bisschen Schiene wegreißen. Aber da haben wir anscheinend genug momentan. Sieht man doch in der Statistik. Eine Gesamtzahl. Nicht genügend Arbeiter. Hier mangelt es also ein bisschen an Arbeitern. Okay, das heißt, hier werden wir noch ein kleines Plus mit aufbauen, weil Holz kriegen wir genug nach anscheinend. Zumindest, wenn man den Lagern hier trauen darf. Ja, das geht. Ja, sehr gut. Wie erhöhe ich denn hier die Kapazität? Gut, weiß auch keiner so genau. Aber das heißt, wir platzieren jetzt nochmal schnell einen Steinbruch, weil ich gerne wissen möchte, was der kann. Oder wo der hin muss. Was ist das für ein extra Symbol? Nehmen. Kohle. Große Ausgrabung, die an Bergwänden. Ach du ahnst es nicht. Ah. Da muss auch aus meiner hintersteigen, ja. Um Gottes Willen. Ja. Dann bauen wir das eben an die Bergwand. So, das hat natürlich auch wieder nicht genügend Leute. Ist natürlich klar. Aber das setzen wir da jetzt auch schnell hin. Bahnhof. Gleise. Da reichen wir erstmal eins. Da kreuzen wir einfach mal ganz frech. So. Und mir wäre es am liebsten, du fängst hier vorne an. Mit Strom. Und
dann arbeiten wieder mit diesen Signalen hier. So, solange hier alles grün ist, kann er im richtigen Moment durchfahren. Das ist eh wieder eine eigene Route. Und dann heißt es für mich hier, Zug zur Warteschlange hinzufügen. Oh! Wir kriegen bald eine neue Dampflok. Stein. Dann nehmen wir die Dampflok dazu. Und er transportiert Steine anscheinend am liebsten hier drauf. So, wie viele Mitarbeiter braucht er? Jetzt natürlich nicht nachgeguckt, aber 40 wahrscheinlich, ne? 20. Okay. Das heißt, ich könnte auf die andere Seite theoretisch auch noch so ein Dings bauen, oder? Okay, das kann nicht erreicht werden. Das heißt, wir brauchen hier noch einmal ein kleines Verteilerzentrum und vom Verteilerzentrum aus so einen kleinen Weg. Und dann braucht er hier nämlich 40 und nicht mehr 20 Leute. Und das deckt ja exakt das ab, was ich hier gebaut habe. Ein Passagierwaggon kann er 40, ne, Leute fassen. Und dann würde ich sagen, bauen und Route. Habe ich die Route nicht abgespeichert? Ich habe nicht nur die Route nicht abgespeichert, ich habe noch gar keine Stellplatzdussel. So, du fängst am besten an. Egihausen 1. Da wartest du bitte 20 Sekunden. Moment. Gut, ich schicke ihn auf jeden Fall erstmal los. Er bringt erstmal nur Passagiere von da nach da. Dass das schon mal anläuft, dass die Lager sich schon mal füllen können. Weil ich vermute, ich muss die Steine hier ins Lager bringen. Da-dam-dam-dam. Als hätte ich es geahnt. Weil das Zeug steckt mir hier einen normalen Stein her. Und den muss ich dann auch wieder irgendwie zu diesem Lager hier hin verfrachten. Was wahrscheinlich bedeutet, ich werde hier vorne noch irgendwie eine Eisenbahnlinie langziehen. Oder irgendwo, wo Platz ist, werde ich auf jeden Fall noch eine langziehen. Dass er sich hinsetzen kann und mir die Steine nach oben bringt. Aber bis dahin kann ich schon mal sagen, hier pass auf, okay, Steuerung R. Du fährst nach Egihausen und dann fährst du weiter zum Steinbruch und da machst du auch bitte wieder deine 20 Sekunden. Und Route 5 heißt Stein. Ja, und dann würde ich sagen, Abflug. So, hier bleibt er ganz fein stehen. Hier fährt er durch. No Wunder, auf einmal funktioniert die Signale anscheinend auch. Halt! So, bevor das hier jetzt wieder in die Grütze geht, würde ich sagen, hier machen wir noch schnell. Einmal ganz kurz. So. Und schon fährt er hier durch. Dahin. Geht wieder um und fährt zurück. Sehr gut. Jetzt fehlten hier aber die Mitarbeiter, weil ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, wir müssen auch noch mal schnell ein, zwei Häuser mit hin. So, und auf die andere Seite packen wir auch wieder Wassertanks. So,
hier besteht anscheinend auch noch ein Wasserproblem. Das beheben wir nochmal kurz. Hallo? Ah, dann eben so. Wieder Mumpels. Gut, Freunde. Aber ich würde sagen, dementsprechend stellt der ganze Spaß hier schon mal Steine her. Da kriegen wir auch den ersten ST20. Das wird wahrscheinlich das Nachfolgermodell unserer Lok sein hier. Wenn wir 1800 Leute kriegen, dann kriegen wir auch noch ein Baumwolllager und einen Kleidungsladen. Warum auch nicht? So, der Steinbruch hier kriegt nochmal 2-3 Lagerflächen. Das heißt, wir haben ein Gesamtlager von 1000 für Steine. Und die müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo in der City noch mit umbauen. Hier ist ein Markt. Den wir hier auch noch irgendwo mit hinplatzen müssen. Platzieren, wollte er sagen. Platzieren. Dann setzen wir hier einen hin. Setzen wir da einen hin. Setzen wir hier einen hin. Dann haben wir, glaube ich, alles abgedeckt soweit. Ja, guck mal. Und dann haben sie da schon mal keinen Grund rumzuquaken. Und da ist das Steinwerk. Guck mal, da kann ich doch Steine eigentlich. Hier unten umbauen lassen. Und dann sage ich ihm im selben Atemzug, tu mir mal einen Gefallen. Steuerung R. Ziel. Egihausen 1, du kommst mit nach oben. Da sagst du bitte ausladen. Alte Bedingung, verstrichene Zeit. Hier sagen wir Steinbruch. Einladen. Verstrichene Zeit. Fertig. Und dann lass fahren den Hobel. So, dann schauen wir mal. Gut, er war jetzt so lieb und hat noch nichts eingeladen. Die Frage ist, warum nicht? Egihausen, Steinbruch. Ja, doch, normalerweise. Wieso lädst du nicht ein? Ist das der falsche Waggon eventuell? Bevor ich das jetzt morgen vergesse beim nächsten Aufnehmen, schicke ich lieber gleich zurück, dann behebe ich das Ganze nochmal. Aha. Guckst du? Wenn man sich die Waggons vorher angeguckt hätte, wäre das nicht passiert. Abflug. Und den lassen wir jetzt aber nochmal durchfahren. Und flack. Da kommen die ersten Steine rein. Sehr schön. Dann haben wir das auch wieder geschafft. Und wie gesagt, ruckelfrei. Es lag an den Signalen. Der Besitz von mehreren Dörfern wird dir dein Leben in Zukunft leichter machen. Stimmt. Weil noch mehr Chaos. Juti, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, das war mal wieder eine sehr erfolgreiche Runde. Diesmal wieder in Überlänge-Format. Nur für euch. Und ich würde sagen, wie immer gilt, wenn euch der ganze Spaß hier gefällt, was ich hier mache, und euch gefällt, wie ich die Folgen gestalte und so weiter und so fort, dann lasst mir gerne ein Kommentärchen da.
Abonniert auf jeden Fall den Kanal, das hilft mir sehr, sehr weiter. Däumchen nach oben ist auch immer wunderbar und geil. Und ich würde sagen, wie immer ganz kurz und bündig, ihr Lieben, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.